Spekulatius. Okay, hier haben wir Long Chips mit Sour Cream Onion, Honey und Barbecue. Thai Sweet Chili. Bacon. Okay. Und Paprika für 1,19 Euro. Okay, das nenne ich jetzt einfach mal Brezelgebäck. Das kannte ich jetzt so noch nicht. Ja, klingt gut. Okay, hier gibt es noch eine Eigenmarken-Edition. Hier gibt es einfach so Reiskracker mit Wasabi und Sea Salt Geschmack. Neue Leibniz-Kekse mit Bananengeschmack und Apfel. Die Edition gibt es allerdings schon etwas länger. Und das ist die Winter-Edition. Black and White, Brownie-Geschmack und Caramel Sea Salt. Klingt lecker. Hier ein Hauch von Sommer, schön. Hier haben wir was Tropisches, Cherry-Geschmack. So, dann hier unten so ein Barbie-Getränk. Das hier ist mit Tutti-Frutti-Geschmack. Das ist Himbeere und Ananas. So, vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Produkt auch schon gekannt. Für mich waren das jetzt alles Neuheiten und ein paar davon habe ich jetzt gekauft und die kosten wir jetzt. Mal schauen, ist ja schon eine fancy Idee. Wir gucken mal. So sehen sie aus. Gibt es auch noch in Vollmilch. Das ist jetzt eine dunkle Schokolade. Ah, okay. Die sind alle so. Also die sind voll ummantelt. So. Gefällt mir. So. Ja, würde ich wieder kaufen. Auf einer Skala von 1 bis 10 eine sehr gute 7, eventuell auch eine 8. Als nächstes Produkt habe ich die Schoketten in der Geburtstagsedition. So sollen die aussehen. Ja, schauen wir mal. Haben übrigens im Angebot 59 Cent gekostet. Echt günstig. So, schauen wir mal. Ach ja, also ist auf jeden Fall hübsch.
Wie es jetzt hier hinten drauf steht, ist es ein Mix aus natürlich weißer Schokolade, Zuckerperlen, Milchschokolade und Zartbitterschokolade. Da. So. Taste Test. Ja, was soll ich sagen? Also positiv zu werten ist das Aussehen. Und der Preis in dem Fall. Ich weiß jetzt nicht, was die normalerweise kosten, aber 59 Cent ist schon echt günstig für eine Schokolade. Leider schmeckt es auch genau so. Also ich fand, man hat die einzelnen Schichten überhaupt nicht geschmeckt. Es hat im Mund wie eine Pampe geschmeckt, wie eine Nougat-Pampe, um ehrlich zu sein. Und also meins war es absolut nicht. Ist mir aber bei Schoketten schon öfter so gegangen. Also so kaufe ich mir die eigentlich gar nicht mehr, weil die Schokolade für mich, für mein Empfinden, immer recht günstig schmeckt, billig schmeckt. Ja, also da gibt es bessere. Müsste ich es jetzt bewerten, und das muss ich hier, ich schwanke zwischen einer 3 und einer 4. Die 4 aber nur, also die 4 Punkte nur begründet, weil das Aussehen mich anspricht, aber vom Geschmack her, ehrlich gesagt, 3 Punkte. Als nächstes habe ich für euch gekauft Toffifee Double Chocolate von Stork natürlich. Schauen wir mal. Taste Test. Ja. Also äußerlich sieht es schon mal nur durch das obere anders aus. Man könnte auch auf den ersten Blick denken, es ist herkömmliches Toffifee. Also seht selbst. Ich sehe jetzt nicht viel Unterschied, außer dass man die dunkle Schokolade etwas sieht. Aber es hebt sich jetzt nicht so sehr ab. Ja, also trotzdem halt ganz normal Toffifee, ne? So, dann lasse ich es mir jetzt mal schmecken. Also meine Bewertung, wenn es im Mund zergeht, es ist nichts Besonderes. Es schmeckt wie die Riesen, auch von Stork. Genauso schmeckt das. Ja. Ich gebe dem Ganzen 5 von 10 Punkten, weil es mich jetzt nicht umgehauen hat. Ich glaube, da hatte Stork schon bessere Limited Editions. Also ich würde es mir nicht nochmal holen. Es war übrigens auch im Angebot im Kaufland für 99 Cent. Also das geht voll klar. Aber trotzdem, also ich glaube, da schmeckt mir das normale Toffifee besser. Als nächstes wechseln wir ein wenig in die salzige Schiene. Ich habe von Funny Frisch Linsenchips diesen Style, den ich nicht lesen kann. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hatte ich so auf jeden Fall noch nicht im Regal gesehen. Taste Test. Ich bin gespannt. Okay. Zur Bewertung. Ich würde dem Ganzen lieb gemeinte 6 von 10 Punkten geben, weil es nicht mein persönlicher Geschmack ist. Also mich erinnert das Ganze so ein bisschen an so einen gewöhnlichen Tortilla-Chip. Es schmeckt nach so typisch indischen Gewürzen. Es ist jetzt nichts völlig neu Erfundenes. Es ist jetzt nichts, was ich noch nie geschmeckt habe. Es haut mich jetzt einfach nicht so um. Aber grundsätzlich gefallen mir Linsenchips eigentlich immer. Also es sind ganz lieb gemeinte 6 von 10. Ja, es ist halt einfach mein persönlicher Geschmack. Als nächstes habe ich gekauft von der Marke Elephant diese interessanten Teile.
Das soll sein Tomate und Kümmelgeschmack. Da habe ich jetzt gedacht, dass es mir am ehesten gefallen könnte. Ja, und wir testen das jetzt mal. Taste Test. Also es riecht sehr gut. Sehr, sehr gut. Also das ist mal irgendwie für mich zumindest was Neues, gell? Das finde ich cool. Okay. Also zur Bewertung. Das Tütchen hat übrigens 1,99 gekostet, genauso wie auch die Chips eben. Also mich hat es neugierig gemacht auf die anderen Sorten. Ich würde tatsächlich mir, wenn ich wieder dort bin, im Laden mal ein oder zwei andere Sorten noch mitnehmen wollen. Ansonsten geschmacklich muss man sich das vorstellen, wie diese typischen Gesundheitscracker, also ja, so Tomate-Basilikum-Style. Ja, das ist jetzt zwar Tomate-Kümmel, aber schmeckt sehr, sehr ähnlich, ja. Das ist jetzt halt kein Cracker, sondern eben so Brezelmaterial. ja, ich schwanke noch. Ich würde sagen, für mein Dafürhalten ist es eine schwankende 7. Wenn die anderen Sorten mir auch gefallen, würde ich auf 8 korrigieren. ja, also ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt. Also eine lieb gemeinte 7 von 10. Das nächste Produkt, was ich mitgenommen habe, sind diese Long Chips für 1,19 €. Ich fand das Lila extrem schön mit Sour Cream Onion Geschmack. Ich bin gespannt. Mal auspacken. Okay. Oh. Also es ist tatsächlich so lang. Es ist eine ungewöhnliche Form, finde ich. Weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was ich davon halten soll, ne? Ist das jetzt gut oder schlecht? Jetzt kommt der Taste-Test. Ja, doch, kann man machen. Also, geschmacklich würde ich sagen, es ist recht mild. Also, wer an so starke Aromen gewöhnt ist und diesen ganz typischen Sour Cream Onion Geschmack kennt und liebt, für den ist es wahrscheinlich ein bisschen zu mild. Was soll ich sagen? Ich weiß halt nicht, macht das Sinn mit so einer Form, gell? Da hat man einfach wieder eine andere Form erfunden und ein bisschen andere Machart und verkauft halt diese kleine Packung mit 75 Gramm für 1,19 €. Schön sieht's aus. Ich gebe den ganzen gut gemeinte 8 von 10 Punkten. So. Und jetzt kommt das letzte Produkt, was ich für euch mitgenommen habe. Und zwar von Halloren, der Pralinenkasten, der mich sehr angesprochen hat. Also mal ganz ehrlich, was ist da alles drin, ja? Pretzel Cream, Salty Caramel, Cookie Dough. Cheesecake, Black and White, also wahrscheinlich so ein Oreo-Style, Peanut Butter und Cream and Crunch. Also ganz ehrlich, einen besseren Mix hätte man zumindest für die jüngere Generation nicht machen können. Ja,
Also deswegen hat er mich auch überzeugt, ne? Ja, und normalerweise hat man ja so ein oder zwei gute Sorten, die da drinne sind, die man halt haben will. So ein bis zwei Highlights. Und hier ist halt einfach alles ein Highlight. Hoffe ich zumindest. Wir probieren es gleich. Ja, aber es sind halt 7 verschiedene Sorten drinne, die wirklich alle total mit dem Zeitgeist gehen und ansprechend sind. Und so sieht das jetzt aus. Ich wollte es mit euch zusammen öffnen. Tada! Wir schauen es uns mal gleich an. So, ich habe mir jetzt einmal die Mühe gemacht und es einmal aufgeschnitten. Also das ist, wie man unschwer erkennen kann, Black and White. Das ist mir ein bisschen auseinandergefallen. Das müsste die Peanut Butter sein. Und das hier müsste Cream and Crunch sein. Da war es nur noch ein Teil. Ich habe schon gekostet. Also das Black and White schmeckt wie eine typische Hallornkugel. War jetzt nichts Besonderes, aber lecker. Das hier war Peanut Butter, hat mir sehr gut gefallen, also von den dreien auf jeden Fall die beste. Und das hier, Cream and Crunch, war auch okay, war lecker, also alle drei Daumen hoch. Und hier auch noch die zweite Runde im Überblick. Hier, Pretzel Cream. Hier Salty Caramel, wie unschwer zu erkennen ist. Hier Cookie Dough. Und zu guter Letzt Cheesecake. Ist mir ein bisschen auseinandergefallen. Taste Test, würde ich sagen. Das kurze Fazit. Alle lecker. So, mein Fazit. Der Pralinenkasten ist der heutige Sieger. Also Bewertung großzügig 10 von 10. Also ich finde, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ja, da haben sie einfach den Geschmack total getroffen, ne?